das Superauto ein Symbol der Eroberung? Machen wir uns ein Bild in drei Ersatzteilen. Kutsche. Pferd. Eroberung. Als Sprössling von industrieller Revolution und Teamarbeit war die Luxuslimousine schon immer Ausdruck von Herrschaftsstreben und Spiegelbild für die Dünkel seiner Besitzer. Für die Popkultur mit ihren unglaublichen Fantasiegestalten geradezu ein Renner. Erst als Dekorations-, dann als Luxusgegenstand unterwegs, wird das Auto in der Fiktion der 60er Jahre eigenständig. Eine Rolle, die es vor allem dem Spion im Geheimdienst seiner Majestät verdankt. Aber was war so besonders an diesem Aston Martin? Naja, seine Identität halt. Dieses Auto hat ja nicht zufällig so viel mit seinem Besitzer gemein. Wie James Bond auch, ist es englisch, elegant, dandyhaft, kurz raffiniert. Und es besitzt versteckte Fähigkeiten, mit denen Bond immer wieder aus den brenzligsten Situationen entkommt. To the Batmobile! Dang it. To the Invisible Jet! Dang it. Die Verquickung von Fahrzeug und Held ist manchmal so groß, dass man sich kaum vorstellen kann, dass die Kiste schon vor dem Film existierte. Der DeLorean existierte schon vor dem Film, auch wenn er dafür aufgemotzt wurde. Übrigens, in der ersten Fassung des Drehbuchs sollte als Zeitmaschine noch ein Kühlschrank herhalten. Als der Film herauskam, erkannte ich auf den Plakaten das Auto. Wow, ein DeLorean. Den wollte ich unbedingt fahren sehen, weil ich bisher nur Fotos kannte. Aber ein Fan war ich von Anfang an und ziemlich gespannt, als man im Film zuerst das Hinterteil rausfahren sieht. Das war das Auto, das dann in die Geschichte einging. So, als ob ein Auto voller Gimmicks selbst zum Helden würde und in ein paar Einstellungen sich plötzlich zu etwas ganz anderem wandelte. Da Magie in Film und Fernsehen schon immer eine große Rolle spielte, lag es auf der Hand, Autos darin die tollsten Kunststücke vollbringen zu lassen, insbesondere VW Käfer. Das Auto wandelt sich vom Heldenaccessoire zum eigenständigen Protagonisten. Aber ja doch, Autos haben eine eigene Persönlichkeit, ganz besonders heute. Was ein Auto vom anderen unterscheidet, ist das, wofür es steht, sein Image. Das heißt, das, was das Auto über mich aussagt. Dieses Image ist nicht greifbar, wird aber heutzutage immer wichtiger. In der wunderbaren Welt des Films ist das Auto Verlängerung des Helden und Lebewesen in einem. Eine Form der Projektion, wie bei Kindern, die einen Gegenstand zum Leben erwecken, indem sie darin ein Lebewesen erkennen. Für viele Menschen haben Autos ein Gesicht. Im Kühlergrill sehen viele einen Mund, die Scheinwerfer werden sogar als Blick bezeichnet. Bei der Karosserie spricht man von Flanken oder Flügeln. Und zum Heck sagt so mancher Hinterteil. Wenn man will, eine Form von Anthropomorphismus. She had the smell of a brand new car. That's just about the finest smell in the world. Except maybe for pussy. Oder Zoomorphismus. Messen wir die Motorleistung nicht in Pferdestärken?
Und nicht zuletzt erinnert der Serienheld Michael Knight auch vom Namen her an einen Ritter mit Schlachtross. Anscheinend wurde das Pferd, einst unser lebendiger Fortsatz und Gefährte, ganz natürlich durch sein mechanisches Double ersetzt. 1987, en avant, Citroën! Nur, welche obskure Begierde konnte den Homo Mobilis des 20. Jahrhunderts dazu bringen, ein rein mechanisches Gefährt zu vermenschlichen? On dirait qu'ils se gênent les uns les autres. C'est con, hein? Beim kinolastigen Traum vom Superauto schwingt also die Erinnerung an das Pferd mit. Wird dieses mit zwei Rädern und einer Plattform versehen, entsteht das erste Eroberungsgeschirr der Menschheit, der Kampfwagen. Ich würde in der Tat von einer Verlängerung des menschlichen Körpers reden, einer Erweiterung unserer Möglichkeiten. Das Automobil hat es dem Menschen ermöglicht, sein Territorium zu erweitern, neue Gebiete zu entdecken, was vorher so nicht ging. Eine Art erweiterte Realität sozusagen, die aber schon 100 Jahre alt ist. Seit dem Zweiten Weltkrieg verkörpern Rennwagen Eroberungsgeist und virile Stärke. Mit kindischem Enthusiasmus stattet der moderne Ritter seinen Fahruntersatz aus mit Zacken, kriegerischen Farben und großen donnernden Motoren. Ein moderner Kampfwagen und neue Form der Eroberung mit teils feierlichen, teils aggressiven Zügen und manchmal beidem zusammen. Die amerikanischen Autos der 50er Jahre erinnern an Flugzeuge, die damals eine ganze Epoche begeisterten. Die französischen Autos der 80er Jahre hingegen wirken eher zurückhaltend und gedrängt. Es war eine Zeit der Krise. All das steckt in einem Auto. Ein Auto ist wie eine Schaubühne. Man bewegt sich darin auf eine bestimmte Weise, hat ein bestimmtes Selbstgefühl. Und das ist doch gut so. So wie die Cartoons aus unseren Kindertagen in uns den Wunsch nach Riesenrobotern geweckt haben, hat die moderne Welt den Kult um das Auto der Superlative entfacht. Doch der moderne Kampfwagen lädt uns nicht mehr zum Aufbruch in ein physisches Territorium, sondern zur Eroberung und Nutzung eines immateriellen Universums ein. Game on, old friend. Also, Sportsfreunde, geben wir richtig Gas. Thank you.